Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Reihe über das Thema, wie schreibe ich eigentlich eine Abschlussarbeit? Mein Name ist Jörn Schlingensiepen und ich habe das Ganze mal als Vorlesung gehalten und was Sie hier sehen, ist eben der unbearbeitete Mitschnitt. Mit dem letzten Abschnitt habe ich eigentlich inhaltlich alles abgeschlossen, was man so machen muss. Deshalb würde ich in diesem Abschnitt gerne noch einfach noch mal eine kurze Zusammenfassung geben, dass wir einfach noch mal ganz kurz rekapitulieren, was haben wir eigentlich in den eigenen einzelnen Abschnitten besprochen und was ist das, was man sich auf jeden Fall merken sollte. Fassen wir also noch mal zusammen. Grundsätzlich haben wir festgestellt, handelt es sich bei der schriftlichen Ausarbeitung um Kommunikation. Das heißt, wir versuchen dem anderen etwas mitzuteilen, unserem Leser. Dann gibt es so Regeln, Konversationsregeln, die griechischen Maximen, wo da eben festgelegt wird, okay, wir wollen den anderen möglichst gut durch unseren Text hindurchführen, weil er ja keine Rückfragemöglichkeiten hat. Ne? Das heißt also, der Aufbau muss so sein, dass man es logisch nachvollziehen kann und dass man eben unseren Gedanken nachvollziehen kann. Ne? Sie erinnern sich, kommunikare, der andere soll sich quasi unseren Gedankengang zu eigen machen. Er soll ihn zumindest nachvollziehen können. Dann habe ich Ihnen kurz skizziert, wie man das macht, mit dem Dokumentensatz. Also Dokumentensatz war ja im Prinzip einfach mal die Feststellung, okay, es gibt jetzt Text, der hat verschiedene Funktionen. Ne? Diese verschiedenen Funktionen, die drücke ich durch eine verschiedene Formatierung aus. Und das Ergebnis dieser ganzen, sage ich jetzt mal, funktionsorientierten Zuweisung ist, dass der Text am Ende eine gewisse Struktur hat, also einfacher zu lesen ist. Ja? Da war auch nochmal so zur Rekapitulation, ne? Da ging es im Prinzip darum, alles, was die gleiche Funktion hat, sieht auch gleich aus. Es hilft einfach dem Leser. Und es ist vielleicht auch an der gleichen Stelle, Stichwort Überschriften von Kapiteln, immer rechts oben und so, solche Dinge. Gut, dadurch ergibt sich eine Struktur, ja, und die wird eben entsprechend durch diese Formatierung unterstrichen. Ja, und wir haben gesagt, am einfachsten ist es, wenn wir das durch Formatvorlagen realisieren, sodass man, wenn man was ändert, nur die Formatvorlage ändert und dann nicht eben das ganze Dokument nochmal durchschauen muss. Wichtigstes Strukturelement ist natürlich das Kapitel, ne, gekennzeichnet durch Überschriften und die Überschriften bezeichnen oder beschreiben immer das, was im Kapitel vorkommt. Das ist erstmal der Text, ne, als Struktur. Dann gibt es natürlich noch einen ganzen Haufen Nicht-Text, ne, also alles, was sonst noch so in so einer Arbeit vorkommt. Allen voran Abbildungen, Tabellen und deren Verzeichnisse sowie Querverweise. Grundsätzlich gilt ja immer, so ein Ding, also so eine Tabelle oder eine Abbildung, ergibt ja nur Sinn, wenn es den Text unterstützt. Das heißt, ich brauche es, um etwas, was ich im Text erkläre, besser verständlich zu machen. Ne? Umgekehrt kann man daraus die Regel ableiten, was im Text nicht referenziert wird, ist auch nicht sinnvoll. Ja, das heißt, jetzt kann die Abbildung oder die Tabelle raus. So, und deshalb benutzen wir bitte die dafür vorgesehenen Mechanismen, also wir fügen Abbildung als Abbildung ein, beschriften sie mit der Abbildungsbeschriftung, das gleiche mit Tabellen. Ne? Tabellen haben eine Überschrift, Abbildungen haben eine Bildunterschrift. Und wenn ich das so mache, dann kann ich eben das Verzeichnis automatisch generieren. Machen Sie sich damit vertraut, damit da nichts schief geht. Und dann benutzen Sie auch für diese Verweise, ne? Also vom Text auf die Elemente, bitte auch immer die dafür vorgesehenen Mechanismen innerhalb der Textverarbeitungsprogrammes, sodass sich diese Querverweise auch updaten. Ja? Wichtig, wenn der Querverweis über mehrere Seiten geht, ist es auch ganz gut, wenn da noch eine Seitenzahl mit dran steht. Gut, dann haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt, wie wir den Textfluss automatisch brechen. Ja? Also wichtigstes ist sicher der Seitenumbruch, den wir möglichst nicht von Hand machen. Ja, also wenn wir einen Seitenumbruch zum Beispiel vor einem Kapitel haben wollen, dann packen wir ihn mit in die Formatvorlage. Ansonsten ist es ganz gut für den Textfluss, die Schusterjungen und die Hurenkinder etwas höher zu machen, sodass die Abschnitte, wenn man sie zusammenhält, auch auf einer Seite bleiben. Ja? Und dann eben entsprechend komplett auf die nächste Seite verschoben werden, wenn es nicht mehr passt. Ja, dadurch haben wir manchmal unten etwas größere Freiräume. Aber ehe Sie das von Hand machen und dann jedes Mal überprüfen müssen, wenn Sie vorne mal eine halbe Seite löschen, machen Sie das bitte über diese automatischen Funktionen. Dann habe ich Ihnen gezeigt, wie man diese Autobeschriftung einstellt. Ne? Also dieses, ich baue eine Bildunterschrift auf, indem ich die Kapitelnummer voranstelle oder auch nicht. Ne? Auch da gilt, wie bei überhaupt allem, was wir hier besprechen, am Ende müssen Sie
das mit ihrem Betreuer absprechen, was der oder die haben möchte. Wichtig für uns ist erstmal, dass wir wissen, wie es geht. Dann haben wir uns noch ein bisschen da beschäftigt, was es so für sonstige Elemente gibt. Also ganz, sagen wir mal, prominentes Beispiel sind die Formeln, ja, für die ich eben Nummernkreise ersinnen bzw. einstellen kann, um dann eben eine automatische Nummerierung zu bekommen. Machen Sie das auch? Benutzen Sie auch entsprechend die Querverweise auf diese automatischen Nummerierungen? Ja, und das Gleiche gilt natürlich auch für Quellcode. Also heute gibt es ja ganz oft Arbeiten, in denen eben Quelltext abgebildet ist. Machen Sie bitte nicht den Quelltext dann als Abbildung, sondern wirklich als Quelltext mit einer eigenen Nummerierung, mit einem eigenen Nummernkreis und so weiter. Dann Kopf- und Fußzeile. Habe ich Ihnen so ein kurzes Layout gezeigt, wie ich denke, dass es ganz gut ist. Also mit oben den Kapitelüberschriften links und rechts auf den Seiten und unten eben entsprechend den Seitennummerierungen. Auch da gilt wieder, lassen Sie sich das nochmal von Ihrem Betreuerin oder Betreuer absegnen. Fußnoten, Endnoten, ich habe es gesagt, also versuchen Sie es zu vermeiden. Wenn Sie es irgendwie vermeiden lässt, machen Sie keine Fuß- und Endnoten. Kommen wir eigentlich zum letzten großen Schritt, Paket, was noch innerhalb der Arbeit tatsächlich vorkommen kann. Und das ist in die Literatur, Angaben. Auch hier gilt eine Zitieren, nicht um des Zitierens willen. Ja, also auf das, was wir uns referenzieren, das zitieren wir alles ganz normal durch. Benutzen Sie bitte dafür eine Literaturdatenbank, also so, dass Sie nicht jedes Mal das Verzeichnis irgendwie von Hand schreiben. Sondern dass Sie die Verweise entsprechend auf Verweise auf die Daten durch Verweise auf die Datenbank realisieren und dann entsprechend auch automatisch ein Literaturverzeichnis erstellt wird. Insbesondere dann, wenn Sie Texte dann auch mal ja weglassen und so, ist es natürlich praktisch, wenn Sie das aus der Datenbank generieren, weil dann sich das Literaturverzeichnis auch immer passend zu Ihrer Arbeit entsprechend darstellt. Also dann ist nur noch das drin, was Sie tatsächlich auch zitiert haben. Und hier habe ich ja nochmal gesagt, also beim Zitieren keine Angst haben, dass Sie da irgendwie was vergessen oder dass man irgendwie, was weiß ich, Sekundärliteratur nochmal irgendwie sichten muss. Nein, Sie zitieren das, was Sie benutzt haben. Und wenn derjenige da andere Literatur zitiert, ja, und Sie kommen an die andere Literatur nicht dran, und das ist ja der Normalfall, weil wir irgendwie in endlicher Zeit fertig werden wollen. Dann schreiben Sie einfach, okay, der macht an dieser Stelle, sagt er das und das und illustriert das eben anhand verschiedener Quellen, die er aufzeigt. Oder Sie schreiben, der hat an der und der Stelle das sehr schön aus der Literatur zusammengestellt. Ja, dann ist klar, Sie haben eine Quelle, die Sie selbst gelesen haben und diese Quelle selber ist eben eine Metaquelle, der stellt eben andere Quellen gegenüber. Aber Sie nehmen den Exzerpt daraus. Ja, also bei der Literatur. Ich sage jetzt mal, da muss man sauber arbeiten bei einer technischen Ausarbeitung, aber da muss man es auch nicht übertreiben. Ja? Also solange Sie alles, was Sie benutzen, einfach sauber erwähnen, sind Sie da auf der sicheren Seite. Das ist im Prinzip der ganze Inhalt gewesen. Dann hatte ich noch ein paar Sachen zum Vorgehen bei der Ausarbeitung gesagt. Also ganz wichtig, die Struktur, die ich jetzt vorgestellt habe, das ist eine 150% Struktur. Alles, was Sie nicht brauchen, schmeißen Sie raus. Nehmen Sie einfach diese Struktur als eine Art Checkliste. Sie gehen es durch, sagen, brauche ich nicht. Dann können Sie aber erstmal im ersten Schritt nichts vergessen. Das gilt natürlich auch umgekehrt, wenn Sie der Meinung sind, Sie brauchen noch ein zusätzliches Kapitel, dann packen Sie es natürlich rein. Ja, also wenn Sie irgendwie noch einen Exkurs machen wollen oder eben ein bisschen anderes Vorgehen gewählt haben, dann packen Sie da ein entsprechendes Kapitel rein. Ist ja völlig klar. Das ist erstmal nur so eine Beispielstruktur. Dann hatte ich Sie darauf hingewiesen, dass es ganz wichtig ist, die Aufgabenstellung zu klären. Ja, und auch diese Aufgabenstellung in gewisser Weise abzugrenzen. Ja. Oft haben Sie die Aufgabenstellung, die sind sehr blumig. Ja, ein System zur Unterstützung von Tralala, da ist überhaupt nichts gesagt. Ja. Denn da ist ja die Frage, was ist Tralala? Die kann man noch relativ leicht klären. Ja, die zweite Frage ist, in welcher Art und Weise soll denn das unterstützt werden? Ja, also, was weiß ich, baue ich einen Rollwagen, ja, mit dem ich irgendjemanden unterstütze, oder baue ich ein IT-System? Da muss man sich die Frage stellen, was sind da für Funktionen drin im IT-System? Also alle diese Sachen sollten Sie möglichst früh klären. Das ist auch keine vergebene Arbeit, weil Sie brauchen dieses Kapitel sowieso. Also Sie müssen sowieso irgendwo in Ihre Aufgabe einmal in der Arbeit erklären, ne, oder klären. Und Sie tun sich selbst damit einen Gefallen, weil dann Ihre verschiedenen Betreuer auch wissen, woran Sie arbeiten. Dann habe ich noch ein paar Schlussbemerkungen gemacht. Das sind also eher so die allgemeinen.
Ganz wichtig, wenn Sie Begriffe einführen, dass Sie die sauber verwenden. Das ist, wie gesagt, eine Binse, aber ist immer noch mal wert, auch zu erwähnen. Versuchen Sie auch hier tatsächlich Fachbegriffe zu verwenden. Es gibt ja auch noch diesen Fachjargon, ne? Also wo dann, was weiß ich, da werden dann Daten abgezogen, ja, oder ausgefasst. Ja, sind alles so Worte, die werden benutzt in irgendwelchen Fachabteilungen. Das ist auch mal ganz gut, wenn man da mitreden kann, aber versuchen Sie das in Ihrer wissenschaftlichen Ausarbeitung bitte zu vermeiden. Technik, ich habe Ihnen ein paar Sachen zum Backup gesagt. Versuchen Sie immer alles möglichst automatisiert zu backuppen, und versuchen Sie, sich da immer von der Technik unterstützen zu lassen, ne? Also es ist ja bei den ersten Kapiteln, wo es um die Elemente geht, haben wir es schon gesehen. Es ergibt ja keinen Sinn, eine Ausarbeitung gegen den Textprozessor zu schreiben, sondern man soll sie ja mit dem Textprozessor schreiben. Und das Gleiche gilt eben auch für Backup. Ja, organisieren Sie sich Ihre Dateisystem ordentlich, dass Sie wissen, wo Ihre Abbildungen sind, dass Sie möglichst keine externen Verweise haben, dass Sie ganz genau wissen, wie Ihr Zeug zusammenhängt, weil das ist das, was am Ende die Arbeit macht. Gut, zusammenfassend haben wir jetzt gemacht. Also das war jetzt im Prinzip nochmal im Schweinsgalopp, was wir hier in diesen Abschnitten besprochen haben. Und ganz wichtig beim Schreiben, ich habe es ein paar Mal gesagt, es ist kein Erlebnisbericht. Versuchen Sie nicht irgendwie chronologisch zu beschreiben, was Sie gemacht haben. Und es wird auch nicht besser, indem Sie sagen, und dann wurde das gemacht. Also das Passiv alleine rettet Sie da noch nicht. Sondern schreiben Sie wirklich einfach das Ergebnis zusammen. Wirklich nur das und das ist so. Ja, und nicht, haben wir festgestellt oder wurde ausgearbeitet. Nein, das ist so. Das haben Sie natürlich irgendwann mal festgestellt. Aber jetzt, wo Sie die Arbeit zusammenschreiben, da sind Sie so weit, dass Sie das jetzt einfach postulieren. Ja, von mir aus auch aufgrund irgendeiner Quelle, die Sie dazu haben. Das ist unbenommen, ja, das ist sogar sinnvoll. Ja, aber eben nicht als Erlebnisbericht schreiben, sondern als Faktenbericht. Und das wäre mir ganz wichtig, dass Sie das beherzigen. Ja, das war dann im Prinzip dieses Kapitel. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Sachen mitnehmen und ich hoffe, dass das Ihnen hilft bei den Ausarbeitungen, die Sie in Zukunft schreiben. Also sei es jetzt eine Projektausarbeitung in einem Studentenprojekt oder eine Ausarbeitung in einem Fach als Prüfungsleistung oder eben dann auch die großen Abschlussarbeiten, Bachelorarbeit oder Masterarbeit. Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei und natürlich, klar, das war jetzt ein kurz grober Überblick. Das entbindet Sie natürlich noch nicht davon, sich die Funktionalitäten Ihres Textprozessors entsprechend zu ergoogeln. Und wenn Sie sich unsicher sind, dann machen Sie einfach nochmal den Kurs Wissenschaftliches Schreiben in der Bibliothek, ja, dass Sie sich da vielleicht nochmal das, was ich jetzt hier so ein bisschen schnell behandelt habe mit dem Zitieren und dem sauber aufbereiten, dass Sie sich das da nochmal genauer erklären lassen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.